For most of the 18th century, the Caribbean Sea was a deadly place to sail. Its waters were terrorized by the fearsome Captain Remington. Rumors spread from port to port about Remington's pact with the devil. During his nefarious career, he plundered many ships and murdered even more men. Until the day armed forces finally caught up to him. Ja, mein Lieben, und mit dem spannenden Intro-Video von der Spielreihe, von der Wimmelbild-Spielreihe Nightmares from the Deep, das verfluchte Herz, heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem neuen Wimmelbild-Abenteuer. Ja, ich habe ja sowohl am Ende von League of Light 1 Dunkles Ohm, als auch jetzt bei meinem letzten Abenteuer bei Fairy Tale Mysteries, eins der Puppenspieler, euch ja gesagt, dass jetzt endlich die zwei geplanten neuen Spielreihen, die jetzt auch insgesamt drei Teile beinhalten, jetzt auch im Wechsel erscheinen. Das erste, wo ich mir überlegt habe, das könnte jetzt hervorragend nach dem Puppenspieler erscheinen, ist natürlich jetzt der erste Teil von der Nightmares from the Deep Spielreihe, nämlich das verfluchte Herz. Ja, ihr seht richtig, es ist eine Sammler Edition. Das heißt, es wird auf jeden Fall nach der Hauptstory ein Bonuskapitel noch geben. Aber im ersten Teil von dieser Spielserie gibt es noch keine Sammelobjekte. Die gibt es erst ab dem zweiten Teil. Und natürlich im dritten und letzten Teil gibt es sie natürlich auch. Und wie gesagt, wenn ich jetzt den ersten Teil komplett von Nightmares from the Deep 1, das verfluchte Herz, wie gesagt, zu Ende Let's Played habe, dann kommt danach auch erstmal der erste Teil von der anderen Spielreihe, die ich geplant habe zu Let's Playen. Und dann beginnt wieder der zweite Teil von Nightmares from the Deep und dann so weiter. Also immer schön im Wechsel dann, bis ich alle drei Teile von den zwei Spielreihen, die jetzt natürlich auch komplett neu auf meinem Kanal erscheinen, dann auch zu Ende Let's Played habe, dann ist das immer so ein Wechsel. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, um was geht es hier überhaupt in dem Wimmelbild-Abenteuer? Ihr habt es ja schon gerade gesehen, es geht um einen sehr bekannten Piratenkönig, nämlich Kapitän Remington. Und er ist halt ein ehemals berüchtigter Piratenkapitän gewesen und wird aus einem Schiffswrack geborgen. Das wir jetzt aber gleich sehen werden, weil da kommt jetzt gleich nochmal ein kleines Video. Dieser soll in unserem Museum ausgestellt werden. Also wir haben halt ein Museum. Wir sind halt eine Museums... Wie sagt man? Also wir arbeiten halt im Museum halt. Ich weiß jetzt nicht, wie da der Begriff lautet. Zugleich beginnt der eigentliche Albtraum, weil der Pirat wird nämlich durch eine böse Magie von den Toten wiedererweckt und er plant, seine große Liebe auch von den Toten wieder zu beleben. Ja, also er hat seine große Liebe verloren und er möchte halt seine Frau auch wieder beleben und da hat er aber nur böse Sachen vor. Dann der Piratenkapitän entführt natürlich auch unsere Tochter, also wir haben halt eine Tochter, die werden wir aber auch gleich noch sehen und unser Ziel ist natürlich unsere Tochter vom bösen Piratenkönig zu befreien. Genau, das sind hier so die paar Nebeninformationen, die ihr jetzt wissen solltet und jetzt spielen wir. Wir spielen das gleiche natürlich auch normal, im Wimmelbild sind gibt es keine Klickstrafe, aktive
Zonen glitzern auf, tipp und lösen werden schnell aufgeladen. Orte auf der Karte, an denen es etwas zu tun gibt, sind markiert. Ja, ja, ich weiß, ich habe neulich mal von dem guten Holy Diver mal gehört, ich soll auch mal Wimmelbildspiele mal auf schwer let's playen. Weiß ich nicht, also ich bin nicht so der große Freund davon. Aber Holy, die Entscheidung musst du akzeptieren, weil jeder Let's Player Let's Playt halt anders. Und naja, das musst du halt auch akzeptieren. Es ist meine Spielweise, wie ich es gerne spielen möchte, und das muss man auch als Zuschauer berücksichtigen und auch akzeptieren. Wer das nicht kann, ist leider auf meinem Kanal falsch. So, dann wollen wir mal. Now, 300 years later, Remington's body is being extracted from the depths of his watery grave. Soon, this precious artifact will be on display in the Caribbean Naval Museum. My museum. Genau. Keine Panik. Ich weiß, dass da der eine bestimmte Satz jetzt wieder ein bisschen rechtsbündig war und dass man den Schuss da nicht lesen konnte. Das war aber nur der einzige Satz. Also alle anderen sind wieder ganz normal zu lesen. Deswegen, also ich nehme das natürlich jetzt auch auf meinem neuen Rechner auf. Und wir brauchen keine Anleitung. Danke. Du bist die... Ach, Kuratorin. Das ist der Oberbegriff, wenn man im Museum arbeitet. Okay, der nächsten Ausstellung. Weise den Spediteur an, die Kiste im Ausstellungsraum abzustellen. Sure thing, Miss Black. I'll leave the crate at the end of the exhibition hall. Seht ihr? Jetzt ist der Text wieder ganz normal mittig. Und da ist unsere Tochter. Hi, Mom. I just want to sneak a quick peek at this legendary pirate, and then I'll stay out of your hair. Come on, let's check out the crate that just arrived. Ja, da ist aber jemand neugierig. Ach ja, was ich gerade noch vergessen habe, wo ich jetzt noch im Hauptmenü war, zu sagen. Die Nightmares from the Deep Spielreihe, das die Entwickler von denen sind die gleichen, die auch die unter anderem die Enigmatisch Spielreihe jetzt gemacht haben. Und ich meine natürlich ganz kurz noch Schleichwerbung für den Holy Diver mit seinem Wimmelbild Spielkanal. Weil dort Let's Playt er nur Wimmelbildspiele und er hat auch unter anderem jetzt schon die ersten, also alle Teile, also ich wollte jetzt gerade sagen die ersten drei Teile, aber es gibt ja nur drei Teile von der Enigmatisch Spielreihe, was ich auch schade finde. Die hat er jetzt auch schon zu Ende Let's Playt, und wie ich vorhin gesehen habe, hat er jetzt neu zumindest eine Playlist erstellt von der Spielreihe Grim Facade. Ist auch eine sehr schöne Spielreihe, denn ich habe auch die ersten 8 Teile. Und da gibt es jetzt auch schon, oh Gott, ich glaube 12 oder 13 Teile schon. Und ja, die werde ich auch irgendwann mal Let's Playen. Also jetzt nicht mehr im zweiten Computerschwung, weil sonst wird das hier zu viel für euch mit den Wimmelbildspielen. Es wird sowieso noch einiges noch kommen an Wimmelbildspielen, aber das wäre zu übertrieben viel. Deswegen. Ein Schiff aus dem späten 18. Jahrhundert in einer Flasche. Selbst Piraten rätseln gern. Erinnert mich irgendwie alles ein bisschen an Fluch der Karibik. So, da brauchen wir eine Sicherheitskarte. Der fürchterlichste Pirat der Welt. Große Eröffnung in Kürze. Nach monatelangen Vorbereitungen wird die Ausstellung morgen endlich eröffnet. Na siehste. So, da brauchen wir bestimmt auch einen Schlüssel. Jawohl, ist ja bekannt bei den Wimmelbildspielen. Da ist die Ausstellung und da sprechen wir nochmal unsere Tochter an. There, you're all set. Now, if you don't mind, I'll be on my way. Ja, auf Wiedersehen. Ah ja, da haben wir auch wieder unser Tagebuch. Piratenausstellung. Morgen ist die große Eröffnung unserer neuen Ausstellung, Geißel der Meere.
Was für ein geiler Titel. Es gibt noch so viel zu tun. Zum Glück hilft mir meine Tochter dabei. Das Hauptausstellungsstück ist auf dem Weg und sollte heute Abend geliefert werden. Naja, ist ja schon da, ne? Nämlich hier, in der Kiste. The crate is nailed shut. Do you think we could pry the lid off? With so many tools lying around, I'm sure you can find a crowbar. I'll stay here and keep an eye on the crate. Oh, right. I still have the key card to your office. Here you go. And don't worry. This mummified corpse won't be going anywhere without me. Ah, ja. Die Kiste. Endlich kam der Spediteur mit dem letzten wichtigen Ausstellungsstück an. Ich brauche ein Brecheisen, um die Kiste zu öffnen und den Zustand des Stücks überprüfen zu können. Es ist das Herzstück meiner neuen Piratenausstellung im Museum. Alles klar. We need a crowbar to open this crate, but I don't know where to find one. Also wir haben von unserer Tochter die Zugangskarte bekommen und wir brauchen jetzt ein Brechi. Was steht da? Goldener Säbel. Dieser hat vermutlich zu Beginn des 18. Jahrhunderts Kapitän Remington gehört. Ah ja, da ist der. Und wir müssen natürlich jetzt, das ist nämlich zugleich auch schon ein kleines Rätsel, wir müssen nämlich hier die oberen Säbel nämlich entfernen. Natürlich die, die am obersten liegen, die müssen wir zuerst entfernen. Ist aber nicht so schwer, wie gesagt. Da haben wir nämlich schon das goldene Schwert bekommen. Oder halt ein Piratensäbel erhalten, wie auch immer. So, da haben wir ein Cutmesser. Da machen wir mal die Verpackung auf. Und was befindet sich da drin? Ein Brief um. Ein Brief. An die Kuratorin. Diese Steinschlosspistole ist ein rares Artefakt. Sie wurde vermutlich extra für Kapitän Remington angefertigt. Wir haben die Pistole bei seiner Grabstätte gefunden. Sie war zwar im Sand vergraben und vom Salz getrübt, aber sie schien im Wasser zu leuchten. Seltsam. Das Tauchteam. Ich kann es nicht fassen. Remington und seine Pistole. Das ist Schicksal, oder nicht? Es gibt keine Zufälle oder keine Schicksale in den Wimmelbildspielen. So, da haben wir die Steinschlosspistole. Sehr schön.